Hallo zurück auf meinem Kanal. Es ist noch sehr, sehr früh, wie man hier vielleicht sieht. Da. Ja, es ist kurz vor 7:30. Und ich habe irgendwie das Gefühl, viel heller wird es hier auch in Berlin heute nicht. Es ist so eine vage Vermutung. Wir werden sehen. Ich hatte bei Instagram gestern schon angekündigt, dass ich heute unterwegs sein werde. Mein Problem ist halt das angesagte Wetter, Sturmböen. Ich sehe jetzt schon aus, als ob ich durch die Sturmböen gegangen wäre. Bin ich tatsächlich nicht, aber theoretisch sollte es in einer halben Stunde losgehen. Also zum 8 wollte ich eigentlich los, damit ich um 9 bei meinem ersten Termin bin, wenn man es so betiteln mag. Nein, es ist natürlich kein Termin, es ist ein Treffen. Und es geht in Richtung Garten, Gartensaison vorbereiten. Ich muss dann erstmal fragen, ob ich überhaupt filmen darf. Wir werden sehen. Ja. Ich muss mich noch ein bisschen fertig machen. Angezogen bin ich schon. Was trinken muss ich unbedingt? Mein Tee zieht gerade, der kalt getrunken werden kann. Weil ich kann keinen warmen Tee trinken. Und auch keinen heißen. Also heiß gleich gar nicht warm. Geht dann immer schon, aber ja, heiß geht eben nicht. Sachen gepackt habe ich gestern schon. Alles, was ich so mitnehmen wollte, sollte, wie auch immer. Bisschen Make-up brauche ich noch und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Und ich muss mich dick einpacken, weil halt, wie gesagt, Sturmböen, habe ich nicht so Lust drauf. Und ich muss mal gucken, ob ich euch irgendwie beim Make-up mitnehmen kann. Vorher aber, es sind die ersten 4 Wochen oben. Die ersten 4 Wochen von, ich möchte meinen Körper ein bisschen formen. Und nun war ich 2 Wochen krank. Was natürlich schwierig dann ist, weil man sich sehr, sehr wenig bewegt. Bei mir so der Unterschied. Ich habe sonst so 20.000 Schritte, also Minimum 10.000. Das ist so, das schaffe ich eigentlich täglich. Und ja, meistens sind es so um die 15.000 bis 20.000 Schritte, die ich mache. Und in der Zeit, in der ich krank war, waren es so 2.000 maximal. Man merkt, glaube ich, dass ich mich doch relativ wenig bewegen konnte. Ja, klar, wenn man krank ist, ne? Hatte ich ja auch in dem Real Talk schon gesagt. Dementsprechend war ich gestern froh, wieder arbeiten gehen zu können. Ich hatte 20.000 Schritte oder knapp 21.000 Schritte und konnte dementsprechend auch mehr essen, ohne dass sich das so extrem auf der Waage bemerkbar gemacht hat. Ich wollte natürlich so ein bisschen gestern noch mal mehr drauf achten, aber ich brauchte dann gestern die Brownies, die ich vorgestern gebacken habe. Ich habe auch gestern noch mal Brownies gebacken. Und nehme die nachher auch noch mit. Die muss ich noch einpacken, sonst kriege ich Ärger. Und ja, ich blende es euch mal hier ein, einblenden, wie es jetzt nach 4 Wochen mit, naja, 2 Wochen Bewegung und 2 Wochen halt nicht ganz so Bewegung aussieht. Es sind jetzt 1,5 Kilo, die ich im Januar abgenommen habe. Und also es waren zwischenzeitlich sogar schon mal mehr und dann bin ich halt krank geworden. Also ich habe halt schon gemerkt, dass durch die wenige Bewegung, dass da viel wieder in Richtung der Körper setzt ein bisschen mehr an. Ich habe aber nicht dadurch weniger gegessen. Ich habe halt trotzdem meine 1700 Pi mal Daumen Kalorien gegessen. Und ja, also ich kann da völlig mit leben. Jetzt bin ich gegen euch gekommen. Ich kann da völlig mit leben, weil ich auch gar nicht so viel unbedingt in einem Monat abnehmen möchte. Ich finde, es sieht nach mehr aus, tatsächlich. Gut, in dem Licht gerade nicht so, aber ich finde, mein Gesicht ist etwas schmaler geworden, aber auch so vom Körper her. Habe ich gestern tatsächlich noch das Feedback bekommen, dass ich ja, schmaler aussehe. Und es freut mich natürlich. Es freut mich. So, und bevor ich mich hier festquatsche, weil wir quatschen schon wieder 5 Minuten, werde ich mich jetzt mal fertig machen. Und ich überlege tatsächlich noch, ob ich doch noch einen Shake trinke.
Weil vorhin dachte ich so, ach, du hast keinen Hunger, das hältst du ruhig. Ich glaube nicht so. Also ich werde definitiv heute ein, wie es bei den Kumpanen auf Instagram beschrieben wurde, ein Free Meal machen, weil ich das wahrscheinlich gar nicht so tracken können werde. Mal gucken, vielleicht auch doch. Es gibt nämlich heute selbstgemachte Pizza. Und später noch Brownies. Aber die Brownies kann ich tracken, da habe ich ja alles da. Aber bei der Pizza wird es, glaube ich, schwierig. Wir gucken mal. Ich versuche euch mitzunehmen. Ich frage da nachher mal nach. Ich glaube, wenn nur ich zu sehen bin, sollte das gehen. Muss man meine Haare auch unbedingt noch machen. Die sehen echt noch wüst aus. So, und jetzt gehe ich mal hier aus diesem komischen Seitenlicht weg. Ich habe hier übrigens auch ein bisschen umgeräumt. Ganz so, wie ich es gerne hätte, ist es noch nicht, aber es gefällt mir schon besser. Ich brauchte halt Platz für die hier. So, für mehr Realität, da liegt ein Notizbuch. Da liegen zwei Notizbücher. Da ist meine Taschentücherbox und da ist noch ein Verlängerungskabel, was da eigentlich immer liegt, was ich aber eigentlich immer wegpacke. Und das hier ist eine vom Sturm zerstörte Frisur. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video hier heute wird. Weil irgendwie habe ich zwar mitgefilmt, aber irgendwie auch nicht so wirklich viel. Ich gucke nachher gleich mal und ja. War aber ein sehr, sehr schöner Tag. Beim ja, Notizenschreiben habe ich euch ja mitgenommen. Also was heißt Notizenschreiben? Beim Schreiben von den Aussaatplänen habe ich euch ja mitgenommen. Ein bisschen auf der Fahrt. Und ich blende euch, jetzt, wenn ich hier fertig bin mit Sprechen, einmal die Stories von Instagram ein, die ich mit Daniel gemacht habe. Wir haben dann nicht noch normal gefilmt oder ich habe dann nicht noch normal gefilmt, weil es so stürmisch ist. Hier ist auch mein Fliegengitter. Das geht auch die ganze Zeit hier gegen meine Scheibe. Also wenn es hier klickert und klackert, das ist von meiner Balkontür. Ja, wir waren dann noch im Kino. Und was wir danach so getrieben haben, das zeige ich euch jetzt. Guckt mal, wer da ist. Wir waren im Kino. Was haben wir geguckt? Spencer. Wir haben ihn gefunden. Er kann nicht ernsthaft bleiben. Er kann nicht ernsthaft bleiben. So, ob er sich wohl traut, noch eine Wertung abzugeben zum Film? Hallo. Ja. Er traut sich. Ich kann ja nachher mal eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade so besprochen haben, abgeben. Aber das mache ich, wenn ich zu Hause bin, weil es ist ein bisschen windig. Ich glaube, wenn ich da jetzt hochgehe, versteht ihr mich eh nicht mehr. Also ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. Ja, also ihr habt gesehen, er wollte nicht so wirklich, oder er, weiß ich nicht, ob er sich nicht getraut hat, eine Wertung abzugeben. Aber ja, schön war's. Der Film per se, Spencer, ist für mich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also diese Darstellung von psychischen Erkrankungen finde ich da sehr, sehr schwierig, weil es total in die Stigmatisierung reingeht, wie ich finde. Also das sehe ich jetzt persönlich so. Deswegen würde ich dem jetzt auch nicht mehr als 2 von 5 Sternen geben, wenn ich es jetzt bewerten müsste. Nicht, weil die schauspielerische Leistung schlecht ist oder nicht, weil der Film per se schlecht ist. Aber ja, es geht halt nur um Diana und nur um psychische Erkrankungen und nur um ihre Essstörungen, die eventuell bestanden hat, um halt Wahnvorstellungen, ganz, ganz viel. Und ich finde das sehr, sehr schwierig da dargestellt, muss ich schon sagen. Also
Ich glaube, schwieriger für mich ist einfach, dass der ab 12 ist und dass davor also in keinster Weise eine Triggerwarnung ist. Weil bei YouTube, bei Netflix, bei Instagram, bei sonst wo, also überall in sozialen Medien, kann ich selber entscheiden, ob ich das abschalten will. In einem Kino muss ich dann erstmal meine Sachen alle zusammenpacken, dann muss ich rausgehen und sehe oder höre das ja trotzdem noch die ganze Zeit, was da passiert oder sehe das. Finde ich schwierig. Ist das da ja auch noch alles riesengroß dargestellt. Das ist auch noch mal was anderes, als wenn ich mir zu Hause was auf dem Handy oder auf dem Laptop oder auf dem Tablet oder auf dem Fernseher angucke. Wie gesagt, also ich sehe diesen Film sehr, sehr kritisch. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz. Also ich finde es echt grenzwertig. Sagen wir es mal so. Ja. Nichtsdestotrotz war das ein schöner Tag. Ihr habt gesehen, es gab Pizza, also ihr habt nur die Pizza mit der Soße gesehen. Aber die Pizza war wieder sehr, sehr lecker. Also ich habe da schon einen Experten an der Hand, was selbstgemachte Pizza angeht. Ausgesät haben wir, dann haben wir noch ein Wohnzimmer umgeräumt. Ja, Tine Wittler in Mie kam ein bisschen raus und wir haben ein bisschen umgeräumt noch. Gefällt ihm auch sehr gut, hat er gesagt. Ich weiß ja nicht. Und beim nächsten Mal, also in 4 Wochen, fahre ich spätestens nochmal hin zum Aussehen. Da sind dann die Tomaten dran. Jetzt waren es die ganzen Chilis. Aubergine haben wir ausgesät. Maracuja wollen wir nochmal probieren. Und Physalis. Physalis, weiß ich noch, hatten wir im ersten Jahr, ist super gekommen. Also die Pflanze, die da gekommen ist, wo die Saat aufgegangen ist, die war auch im Garten dann echt super und war sehr ertragreich, aber gab es jetzt die letzten Jahre nicht. Deswegen gibt es die dieses Jahr mal wieder. Aber dann nehmen wir euch dann im Sommer wieder mit. Ja, und mehr ist hier auch nicht passiert. Ich werde jetzt gleich noch Wäsche wegräumen. Wir haben es jetzt auch schon 20 Uhr. Ich werde Wäsche wegräumen, damit ich das morgen nicht machen brauche. Und ja, morgen muss ich die ganzen Buchvideos drehen. Für euch kommt ja morgen, also ihr seht dieses Video ja wieder später, aber für mich ist heute Samstag und morgen kommt für euch endlich Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, die Kammer des Schreckens als Buchreview. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich die euch irgendwo hier. Ich muss mir mal merken, auf welcher Seite das dann angezeigt wird. Ich glaube hier. Ich sag jetzt hier. Ich verlinke euch das nochmal und. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder drehen kann und dass das auch mittlerweile so natürlich für mich irgendwie geworden ist, das einfach zu machen, auch in der Öffentlichkeit. Also ich habe vorhin Stories in der Öffentlichkeit, also die Stories, die ihr gesehen habt, die waren ja in der Öffentlichkeit. Und es war mir egal. Ich weiß, vor einem halben Jahr wäre mir das definitiv noch nicht egal gewesen. Da hätte ich geguckt, was könnten denn die Leute denken? Aber es ist mir tatsächlich egal, weil ich habe heute auch jemanden gesehen, der hat die S-Bahn gefilmt. Ich dachte mir so, ach ja, der macht sich jetzt ein schönes Video irgendwie oder dreht halt selber irgendwie ein YouTube-Video oder eine Erinnerung, wie auch immer. Gibt ja auch Menschen, die die Bahn sehr lieben und da alles irgendwie für sich so dokumentieren. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, und selbst wenn der jetzt von 5 Leuten angeguckt wird, in einer Woche erinnern die sich alle nicht mehr dran. Und genauso ist es ja bei mir. Von daher, ich kann hier schön gerade für mich auch so ein bisschen das festhalten, was ich mache. Und was ich tue. Und irgendwie macht mir das wirklich Spaß mittlerweile. Also es hat mir die ganze Zeit Spaß gemacht. Aber es wird halt auch einfacher für mich. Was ich gestern auch noch gemacht habe. Ich bin ja gestern ewig nicht zum Schlafen gekommen. Weil dann waren noch meine Haare nass. So. Dann habe ich noch auf dem Handy rumgedaddelt. Und ich will ja schon Ewigkeiten ein neues Handy haben. Ich habe mir jetzt tatsächlich eins ausgesucht. Ich muss da noch ein bisschen für sparen, aber ich habe mir jetzt endlich eins ausgesucht und ich freue mich so, weil das wieder eine sehr, sehr gute Kamera hat. Das ist gleichzusetzen, würde ich behaupten, mit dem Samsung S21 Ultra, was es ja nirgendwo zu kaufen gibt oder wenn dann zu so einem horrenden Preis, dass ich sage, nein. Also, ich gebe gerne Geld für ein Handy aus, aber keine 1200 Euro. Da fahre ich lieber für einen Urlaub oder mache einen Kurztrip oder mache sonst was dafür. Aber nein, definitiv nein. Ja, das ist der Plan.
Und ich berichte euch natürlich. Und jetzt wird es doch ein längeres Video, weil ich sehe gerade, dass ich hier schon wieder 10 Minuten quatsche. Ein bisschen zurechtschneiden werde ich es trotzdem noch, weil man hat ja immer mal so ein paar Versprecher drin und so. Ja, und ich werde das Video jetzt aber beenden. Für heute. Morgen habe ich ganz, ganz viel vorzudrehen noch. Also diese ganzen Buchrezensionen, das Buch Affen im Kopf kann ich jetzt auch rezensieren für mich. Weil das habe ich jetzt auch ausgelesen und ja, heißt 4 Videos drehen. Das wird eine Menge, aber ich schaffe das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt bis dahin eine wundervolle Zeit und ja, wir sehen uns. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ihr wisst, abonnieren und habe ich jetzt auch gelernt, die Glocke aktivieren. Soll wohl helfen. Probiert's mal aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht klappt's ja. Thank you.